Er war uns allen ein Freund. Wenn er mit seinem kleinen Boot bei irgendeinem Schiffer anlegte oder bei den Hafenarbeitern seine Ware auslieferte, hatte er stets ein fröhliches Wort auf den Lippen. Und nun wurde er plötzlich und unerwartet aus unserer Mitte gerissen. Ja, Jörg Huson mit seinem Lebensmittelbötchen war ein Teil des Hafenlebens, nicht wegzudenken aus unserem Alltag. Und dennoch müssen wir nun Abschied nehmen von ihm für immer. Jörg Huson, wir befehlen dich der Gnade Gottes. Ruhe sanft im Frieden. Amen. Zur Erde sollst du wieder werden. Christus wird dich auferwecken an seinem Tage. Amen. Reike, ich verspreche dir, den, der den Jörg so plötzlich und unerwartet, den finden wir. Das garantiere ich dir. Er muss ja dazu rausposaunen. Ich meine das genauso, wie ich das gesagt habe, Franz. Wir sehen uns ja nachher in der Hafenklause. Dein Lokal wäre ja zu weit gewesen, Franz. Du, ist doch klar, Mareike. Ich kann da jetzt nicht mitkommen, aber ich komme morgen mal bei dir vorbei. Ich habe was mit dir zu besprechen. Ich muss was besprechen mit dir. Richtig. Dann gehe ich doch gleich mit dir. Stepanek, wie können Sie bloß in aller Öffentlichkeit so eine Lippe riskieren? Ich will Ihnen mal was sagen. Der Jörg Huson ist seit 20 Jahren mit seinem Boot im Hafen unterwegs gewesen, bei jedem Wetter. Und der soll nun auf einmal sozusagen ganz von selber über Bord gegangen sein. An einem schönen, ruhigen Tag im Mai. Glauben Sie das etwa? Wenn ich das glauben würde, dann wäre ich ja wohl nicht hier. Wo Sie recht haben, haben Sie recht. Aber nachdem Sie sich hier so aufgespielt haben, dann werden Sie wohl bald ein paar Leute im Nacken haben. Das klingt ja furchtbar gefährlich. Sie glauben also auch an einen Mord? Wir schließen eine unnatürliche Todesursache natürlich nicht aus. Aber warum? Ich meine, warum soll jemand den Jörg Huson umbringen? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, er hat einen harten Schlag mit einem stumpfen Gegenstand auf den Hinterkopf bekommen. Aha. Aber, das lässt nicht ohne weiteres auf Fremdeinwirkung schließen. Er kann ja unglücklich gestürzt sein, nicht? Woran Sie und ich nicht glauben. Glauben heißt nicht wissen. Der Pfarrer würde sagen, wer glaubt, weiß mehr. Denn die Frommen wissen ja sogar, wohin sie später einmal kommen. War damit nicht mehr verdient. Die Leute haben noch längst alle Autos und Mopeds auf den Schiffen. Und wenn die anlegen, dann gehen die zum nächsten Billigmarkt. Aber der Jörg hat tapfer weitergemacht. Du hast ihn doch gekannt. Der hat sich doch nie was sagen lassen. So freundlich der zu den Leuten war, so stur konnte der auch sein. Gegen mich sowieso. Ich habe immer die andere Seite von ihm abgekriegt. Das klingt aber nicht so toll. War es auch nicht. Kannst du mir glauben. Aber jetzt, wo er tot ist, sitzt du auf dem ganzen Lager. Ja, und die Garage ist auch voll. Und der Keller und alle drei Tiefkühltruhen. Du, Benno, ich bin dir wirklich dankbar, dass du mir hilfst. Ausgerechnet du. Warum machst du das? Das wirst du schon sehen. Pass auf die Klappe auf. Kein Problem. Thank you.
Dir schon? Für dich nicht. Was ist mit dir los? Hast du dich endlich für einen anständigen Beruf entschlossen? Genau. Brauchst du ein paar Tomaten? Nee. Frische Brötchen? Nee. Hast du überhaupt eine Konzession? Ich fahre für die mal rein und die hat eine Konzession. Gehabt sozusagen. Leichenflederei ist das. Genau, das ist es nicht. Aber das erkläre ich dir ein anderes Mal. Kannst du mir sagen, wer die zwei Vögel sind? Die zwei kennt keiner. Nicht mal die Mareike. Sagt sie. Das hat sie Ihnen doch sicher auch erzählt, die Mareike. Nein. Der freundliche, gute, allseits beliebte Jörg Huson war als Ehemann gar nicht so freundlich und so gut. Was wollen Sie denn damit sagen? Aber er hat eine sehr gute Lebensversicherung. Die Frau kriegt 140.000 Mark. Ihr Freund Franz würde sagen, da muss eine alte Frau lange verstricken. Sie verdächtigen doch nicht etwa die Mareike. Wir können jemanden ausnehmen, weil er hübsch, relativ jung und eine gute Partie ist. Die Mareike hat nichts damit zu tun. Das sagen Sie. Ich kenne die Frau. Eben. Kann ich die Bilder haben? Die Abzüge sind für Sie. Manchmal kriegt ja sogar die Polizei was raus. Selber das sagen hast, was? Ah, ich würde mir von dir schon was sagen lassen, so ist das nicht. Tomaten sind alle. Du kannst auch noch Butter, Eier, Käse und eine Kiste Wurst laden. Das mache ich doch glatt. Soll ich heute Abend für dich was mitkochen? Nee, lass mal, ich hab schon was vor. Und wie ist es morgen Mittag? Ich könnte einen Tisch auf die Terrasse stellen. Ist ein schönes Plätzchen hier. Eine tolle Aussicht. Eine tolle Aussicht, cool, nichts als cool. Auf den ersten Blick vielleicht. Aber manchmal ist das wie Kino, hat der Jörg immer gesagt. Der konnte stundenlang da sitzen und mit dem Fernglas rüberschauen. Und, was hat er gesehen? Er wollte nicht mit mir darüber sprechen. Gib mir doch mal das Fernglas. Ach, weiß der Himmel, wo der das hinverkramt hat. Augenblick. Du, Benno, ich will in nichts reingezogen werden. Der Jörg, das war auch so einer. Naseweiß war der. Und was hat er jetzt davon? Könntest du mal deutlicher werden?
Jörg hat also von hier aus etwas beobachtet. Du lässt auch nicht locker, was? Er hat gesagt, dass die da drüben bescheißen, was das Zeug hält. Und dass er davon mindestens 10% kassieren will. Und was hat er kassiert? Er ist besoffen und ganz von selber aus dem Kahn gekippt. Besoffen vielleicht, aber nicht von selber. Sondern? Willst du einen Schnaps? Nicht jetzt. Also, warum sagst du nicht von selber? Weil der Jörg mit dem Boot umgehen konnte wie kein zweiter. Egal, ob der nüchtern war oder besoffen. Aber dass sie ihn bedrohen, das hat er gesagt. Wer? Na, die da. Namen hat er keine gesagt. Aber dass er sie jetzt im Schwitzkasten hat, das hat er gesagt. Hast du das auch alles der Polizei erzählt? Nee. Das macht mir den Jörg auch nicht wieder lebendig. Und mit der Polizei will ich nichts zu tun haben. Die machen nichts als Schwierigkeiten. Nachher kommen die noch auf die Idee, ich hätte was damit zu tun. Todunglücklich siehst du ja wirklich nicht aus. Geht die das was an? Ja, ich werde mir den Laden da drüben mal anschauen. Privatgelände. Langsam. Darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Da käme nie eine anständige Reportage zustande. Ach so aber auch nicht. Über einen Haufen Kohlen kann man keine Reportage machen. Ich glaube, der Huson hätte es gekonnt. Huson konnte gar nicht schreiben. Geh mit der Kamera. Aber sonst geht's dir gut, was? Doch dieselben Männer wie auf der Beerdigung, nicht wahr? Hier. Der Huson muss da was beobachtet haben. Ganz recht, hat er auch. Bitte? Ja, der Huson hat an seinem Todestag gegen Mittag hier angerufen. Um 14.43 Uhr. Ach. Ja, er hatte wirklich da auf der Kohlenhalde was beobachtet. Genauer gesagt bei der Firma Gerlich. Der hat hier angerufen? Ja, ich war am Telefon. Und Sie haben es gewusst? Was geht Sie das eigentlich an? Oder ob mich das was angeht?
Die zwei hätten mich ganz schön in die Mangel genommen, wenn sie mich gekriegt hätten. Hab ich gesagt, Sie sollen da rumschnüffeln? Nein, aber wenn Sie kein Geheimnis aus dem Anruf gemacht hätten, hätte ich es gar nicht erst versucht. Hab. Geschenk von mir. Ja, vielen Dank. Mit anderen Worten, dieser Stepanek macht das gleiche wie Huson. Ja, aber professionell. Wie soll ich das verstehen? Stepanek ist so eine Art Detektiv. So eine Art? Halb Fotograf, halb Schnüffler. Außerdem behaupten einige Leute, dass er mit den Bullen zusammenarbeitet. Das klingt unangenehm. Also ihr behaltet ihn weiter im Auge. Nur observieren, ja? Keinerlei direkten Kontakt. Und auf den Lenzen müsst ihr achten. Wieso? Ich denke, der steht auf Ihrer Gehaltsliste. Es wäre mir angenehm, wenn Sie das Denken auch weiterhin mir überlassen würden. Jawohl, selbstverständlich, Herr Gerlich. Wir müssen den Lenzen vielleicht enger einbinden. Aber das überlege ich mir noch. Dieser Stepanek. Bevor er zu viel weiß, wird er ausgeschaltet. Das war's. Danke. Wo sollen die Ladungen hingehen? Warum wollen Sie das denn wissen? Ich mache eine Reportage. Also? Fotograf der Glauritz. Danke. Wo sind Sie? Hier. Das sind mal die Beteiligten der Handlung. Der Mann ist, das ist der Mann, der das Verladen der Kohle überwacht. Naja. Aha. Was glauben Sie, macht der Mann? Ich nehme an, er macht die Kohle haltbarer. So was Ähnliches muss es sein, ja. Passen Sie bloß auf, dass Sie nicht zu viel verraten. Man müsste wissen, wer Ihnen die Kohle abnimmt. Ich kann aber fragen. Kostet nichts, Herr Kriminalrat. Ach, so einfach ist es nicht. Ich will doch keine schlafenden Hunde wecken. Wenn die Kohle erstmal verbrannt ist, können wir nicht mehr viel beweisen. So ist das. Sie meinen, minderwertige Kohle wird geschönt und als hochwertige Kohle verkauft? Das wäre ja möglich, oder? Das geht aber nur, wenn der Abnehmer geschmiert wird.
Meinen Sie? Was ist? Es geht doch nicht um ein wohlgeordnetes Archiv. Wer Ordnung hält, hat's nötig. Da. Minderwertige Kohle für Kraftwerk? Jahrelang wurde minderwertige Kohle als Qualitätsbrennstoff geliefert. Der Kraftwerksdirektor hat einen Beratervertrag bei der Lieferfirma und soll pro Tonne minderwertige Kohle 75 Pfennig kassiert haben. Bei 900.000 Tonnen Kohle? Ja. 700.000 Mark hat der Junge da gut gemacht. Aber das Schlimmste war, die konnten das Kraftwerk nachher praktisch wegschmeißen. Wir sind nur weiter. Der schlechte Brennstoff wurde mit Teer und anderen Materialien sozusagen veredelt. Am Kraftwerk entstanden Schäden in Millionenhöhe, denn die technischen Anlagen litten außerordentlich unter dem ungängigen Brennstoff. Warum bekomme ich das nicht aus unserem Archiv? Na, was in Belgien passiert ist. Aber Nachahmer gibt's überall. Und wenn es nun Ihr Archiv gehabt hätte? Ja, und? Weiter? Hätte ich es dann auch bekommen? Durchaus möglich. Aber nicht sehr wahrscheinlich, wa? Wir werden erstmal nicht weitermachen, würde ich vorschlagen. Ja? Ganz recht. Nein, mit Lenzen würde ich ganz gerne noch mal in Ruhe selber sprechen. Im Zweifel wird man ihn so einbinden, dass er nicht einmal mehr wagt, den Kopf zu heben. Ja, da weiß ich durchaus einen Weg. Aber das sage ich ihm beim Golf. Und wenn wir schon bei den angenehmen Seiten des Lebens sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie und Ihre liebe Gattin morgen Abend mit uns essen gehen würden. Ja? Na fein. Rufen Sie zurück. Ein Vierteljahr pausieren. Verhalte dich ruhig, wenn der Tiger nicht schlecht. Ich habe ehrlich gesagt mit dem Geld weiter gerechnet. Ich weiß, Sie haben dummerweise hohe Schulden gemacht, aber es geht nicht nur um die Ermittlungen. Sondern? Später. Ich verstehe nicht. Das ist Kriminaloberrat Toffer vom LKA. Unter anderem beschäftigt er sich mit Wirtschaftsvergehen. Problem ist Lenzen. Wieso? Der arbeitet doch völlig korrekt. In unserem Sinne, meine ich.
Aber er hat es gerade unter den derzeit erschwerten Bedingungen für uns viel zu leicht abzuspannen. Naja, das sagten Sie schon am Telefon, aber ich weiß nicht, wie... Der Mann muss diesen Stepanek aus dem Weg räumen. Sie meinen... Sie haben mich, glaube ich, ganz gut verstanden. Ja, aber... Dann haben wir ihn ein für alle Mal in der Hand. Vielleicht würde es genügen, ihm einen höheren Anteil. Und wie wollen Sie Ihre Schulden bezahlen? Nee, Geld verdirbt den Charakter. Bis morgen also. Kann ich Ihnen helfen? Vielleicht brauchen Sie ja noch einen Rudergänger. Also mal, ich kenne Sie doch. Spionieren Sie mir nach? So ist es. Warum, wenn ich fragen darf? Es interessiert mich, wieso ein einfacher Lademeister zwei Autos und ein Motorboot hat. Jeder hat sein Hobby. Klar, fragt sich nur, wie er es finanziert. Das kann Ihnen ja wohl egal sein. Jetzt verschwinden Sie. Ich will ablegen. Augenblick noch. Ich wollte Ihnen gerne was zeigen. Gut. Wenn Sie wollen, dann werfen Sie die Leinen los. Mit zwei Manövern müssten wir draußen sein. Auch, Skipper? Wenn mich mal einer mitnimmt. Gut, dann fertig machen zum Wenden. Ei, ei, Sir. Hätten Sie Nein gesagt? Kommt drauf an. Bestechlich bin ich erst ab 124.432 Mark und 90 Pfennig. Wieso? So viel kostet die Yacht, von der ich träume. Hochseetüchtig, 13 Meter lang. Kabine, Kombüse extra. Leichtbauweise. So viel ist in dem Job nicht drin. Machen Sie mal halblang, Skipper. Nee, im Ernst. Mehr als der Oldtimer und das Boot, die ist nicht rausgesprungen. Naja, ein paar tausend Mark für Klamotten, Video, Stereo und so weiter. Und Sie meinen, ich glaube Ihnen das. Irgendwie wäre ich das Gefühl nicht los. Sie haben überhaupt keine Ahnung, auf was Sie sich da eingelassen haben, Lenz. Und Sie sind wirklich kein Bulle? Aber das ändert für Sie die Sachlage nicht wesentlich. Ja, warum haben Sie denn überhaupt ermittelt? Ich möchte rauskriegen, warum Jörg Husum ums Leben gekommen ist. Aber das ist doch bekannt. So? Na ja, sicher. Der ist besoffen aus einem Kahn gekippt. Der Husum ist ermordet worden, weil er Sie bei Ihrer speziellen Art, Kohle zu verladen, beobachtet hat. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch unmöglich. Wie gut haben Sie Jörg Husum gekannt? So gut wie jeder im Hafen. Habe ihm manchmal was abgekauft. Nicht, weil ich es gebraucht habe, einfach nur so.
Jörg musste man unterstützen. Er war das letzte Original bei uns im Hafen. Jetzt müsste man wissen. Sind Sie so naiv, Lenzen, oder tun Sie nur so? Also auf den Schreck muss ich einen trinken. Fahren wir zurück, hä? Was, wenn wir teilen? Was? Was ich für den Job kriege. Wie viel ist es denn? 5 im Monat. Was denn, 5.000? Ja, das haben die mir gleich angeboten. Nicht mehr? Das ist doch unheimlich viel Geld. Pipifax ist das. Nicht mal ein Trinkgeld, gemessen an dem, was da zu verdienen ist. Hey, das sehen Sie falsch. Ich glaube, im Grunde geht es nur darum, die Steuer ein bisschen zu korrigieren. Und wer sind Ihre Kontaktleute? Und die da. Wir müssen so bald wie möglich Gerlich informieren. Ihre Auftraggeber würden Ihnen ganz schön die Daumenschrauben ansetzen, wenn die wüssten, dass Sie mir einen Deal angeboten haben. Ja, die müssen das doch nicht erfahren, oder? Die lösen solche Probleme sowieso anders. Wie? Wie bei Jörg Huson eben. Soll nicht zum Boss bringen. Was ist, wenn ich nicht will? Sorgen wir dafür, dass du willst. Guten Abend, Herr Lenzen. Und der Gerlich. Wir wollen uns kurz fassen. Sie haben in den letzten 4,5 Jahren 978.000 Tonnen Kohle veredelt und der Kraftwerksunion Lauritz einen Schaden von mehreren Millionen Mark zugefügt. Dafür wurden Sie monatlich mit 5.000 Mark entlohnt. Niemand kam Ihnen bisher auf die Schliche. Ein gewisser Jörg Huson war nahe dran, wurde aber jäh und unvermittelt aus dem Leben gerissen. Und nun gibt es da einen gewissen Benno Stepanek aus Ruhrort. Genau wie Huson eine bekannte Erscheinung im Duisburger Hafen. Ziehen Sie ihn aus dem Verkehr. Falls dies nicht schleunigst geschieht, sind Sie dran. Ja, aber... Kein Aber. Sie können sich insoweit ganz auf mich verlassen, lieber Herr Lenzen. Es soll sich ja nichts ändern, weder für Sie noch für uns. Ja, aber meinen Sie nicht, Herr Gerlich, man könnte mit Geld vielleicht... Geld macht die Leute immer geil auf noch mehr Geld.
Ist doch ganz logisch, oder? Ja, schon. Aber ich möchte in sowas nicht mit hineingezogen werden. Och, das dürfen Sie nicht so eng sehen. Sie stecken links drin. Den Tod von Huson können wir ohne Probleme Ihnen in die Schuhe schieben, Herr Lenzen. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Doch, alle Indizien sprechen dafür, dass Sie der Mörder sind. Und wir haben Zeugen dafür, dass Sie die Tat begangen haben. Aber diese... Sagen Sie doch nicht immer aber. Sie werden diesen Stepanek ausschalten. Verstehen Sie mich jetzt? Ich? Sie sind doch verrückt. Vorsicht mit dem, was Sie sagen, ja? Herr Gerlich, ich kann niemand umbringen. Ach, Unsinn. Sie können das. Sie müssen nur wollen. Rufen Sie diesen Stepanek an. Hier ist die Nummer. Bestellen Sie ihn zum Kohlehafen. Ihr kennt die Ecke, ja. Wir wollen heute Nacht noch ein paar Tonnen Kohle verladen. Stepanek kann sich das ansehen. Von unten. Es ist Ihre letzte Chance, Lenzen. Ihr Monatseinkommen werden wir anschließend übrigens verdoppeln. Bitte schön. Kannst du nicht auch mal angehen? Ja? Ach, Sie sind es, Lenzen. Ja, sicher kann ich machen. Aber das muss sich natürlich lohnen. Okay. Steinwender. Es geht jetzt los. Haltet euch bereit. Ich fahre jetzt nach. Ende. Was soll der Scheiß, Lenzen? Kommen Sie rauf. Nein, ich muss Ihnen was zeigen. Kommen Sie mal runter. An alle. Ich bin auf dem Gelände. Es geht los. Kommt rein. Ende.
sind die Bullen. Hände weg vom Rad. Auf. Und raus. Scheiß! Und, ich möchte was hören! Sie haben mich gezwungen, was Sie nicht sagen! Sie wissen, dass Sie nur eine Chance haben, wenn Sie auspacken. Wenn Sie wirklich auch alles auspacken. Ja, ich weiß. Das sollten Sie auch, Stepanek. Na ja, wenn ich mich gewaschen habe. Abrücken! Selten so gut gegessen. Leider auch selten so viel. Ich nehme an, dass wir über unsere geschäftlichen Angelegenheiten heute nicht mehr sprechen müssen. Naja, es hat bei uns ein paar kleine Probleme gegeben, aber Probleme, nicht wahr, sind dazu da, überwunden zu werden. Aufstehen, Gerlich. Was soll das? Was soll das? Schatz, so gemütlich! Lassen Sie das! Herr Gerlich, Herr Hamann, ich nehme Sie vorläufig fest. Wegen diverser Wirtschaftsvergehen und wegen Anstiftung zum Mord. Ihr Nachtisch, meine Damen.